dum, 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 dum. Speerwachen, okay. So, Aggro-Meister hat wieder Aggro. Okay. Auch das kann geblockt werden. Auch die können. Schildschlag, das ist nicht sehr höflich. Von denen. Zum Glück hält sich auch bei denen der Schaden eher in Grenzen und sie sterben recht schnell. Auch wenn es gelbe Gegner sind. Okay. Oh, hier sind wir. Gut zu wissen. Wir haben aber nicht den Schlüsselfee hier. Aufmerksamkeit und Ausdauer für Silastra klingt nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall wieder rumgeflattere. Okay, hierfür brauchen wir erst einen Schlüssel. Die Wand da sieht irgendwie falsch aus. Aber ist sie nicht. Gut. Achso, das war ja nur das Vorratslager. Das heißt, das Einzige, was wir noch haben, ist das hier. So, das führt mich hierher. Und wieder nach hier. Mhm. Wollte gerade sagen, warum glaube ich nicht, dass das hier eine Sackgasse ist? Hm, der wäre was für Serikal. Die drei Stärke bei Serikal können wir gerne verzichten. Das ist eine Treppe nach unten. Hey ho. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt hier. Hier. Ja, in dem Zwischengang. Gut. So, da hier. Ja, das dürfte schon reichen. Teleporter. Ah, Höllenpatriarch. Bist du alleine? Ja, bist du scheinbar. Okay, der ist immun gegen...
Betäubung, das ist nicht so schön. Wie immer den Feueratem blocken. Die Feuerflut, der können wir ruhig ausweichen. Okay, ich muss das nächste Mal zwei Schritte zurückgehen. Das heißt, es ist erstmal ordentlich Heilung angesagt. Feueratem blocken. So, und jetzt. Immer schön weiter aufs Maul geben. Lieber mal den Schild aktivieren. Feueratem. So, Feuerflut. Gut. Dumm. Heilung und noch mehr Heilung. Feueratem. Kann nicht mehr geblockt. Kann der vor dem nicht geblockt werden? Das ist dann nervig. Na ja, gut. Noch ein Feueratem. Boing. Dum. So, mehr Heilung wieder. Oh, das könnte etwas knapp werden. Jetzt solltest du aber gleich tot sein. Okay, was hast du bewacht? Schon mal den Schlüssel, den wir brauchen, um das eine Tor zu öffnen. Mana-Trank, das ist sehr schön. Oh, du hast was gedroppt. Was hast du gedroppt? Aufmerksamkeit, Rüstung, Kast. Das ist gut. Sie. So, wo genau bin ich jetzt? Ach, wieder beim Eingangsbereich. Gut. Okay, das heißt, ich gucke mich da noch zu Ende um. Also hier habe ich gerade gegen das Vieh gekämpft. Da oben kann man wo runterspringen. Und ja, wie immer ist es so schön, ohne Karte zu navigieren. Das ist der Weg zurück, das ist der Weg da lang und da ist der Weg nach oben. Also der Geheimgang, gut. Das heißt, ich suche von hier aus den anderen Teleporter. Der müsste hier gewesen sein, genau. Der portet mich hierher.
Und damit kann ich schon mal die Seite öffnen. Für die andere Seite brauche ich einen anderen Schlüssel. Und auch einen anderen Weg hin. So. Was auch immer das hier ist, habe ich keine Ahnung. Jedenfalls nicht, wie man es aktivieren kann. Ah, das war... Ja, der Knick. Ich nehme aber nicht den direkten Weg. Ich gehe ruhig nochmal den Weg hier lang. Hier haben wir alles genommen, was wir nehmen konnten. Die Nische sieht wie gesagt verdächtig aus, aber hier ist nirgendwo ein Knopf. Nein, du bist keiner. Du hier auch nicht. Nee. Ja, wie gesagt, da auch können wir runterhüpfen. Das ist, wie gesagt, ist der die unsinnige Abkürzung. Hier habe ich mich ja auch komplett umgesehen. Hier ist keine... Hier war eine Nische. Das, was da drin war, haben wir allerdings rausgeholt. Hier ist auch nichts mehr. Nein. So, wir sind wieder zurück hier. Falsche Abzweigung. Ich will hier lang. Den haben wir abgehakt. Bleibt als nächstes der da. Oh, wir können von hier aus direkt zurück. Gut. Der große Raum hier schreit förmlich nach einem Secret. Ist aber keins da. Hm. Ach du meine Güte. Das ist wirklich viel Zeug. Oh, jemine. Was zur Hölle? Das sind viele Pilze. So, wach du mal wieder auf, Dornröschen. Okay. Wir müssen wirklich gegen einen Pilz raushauen, was wir haben, und uns dann zurückziehen. Das tut echt weh. So, ordentliche Heilportion auf Talisa. Irgendwie ist Talisa gerade das Lieblingsziel von denen.
Okay, so sollten wir so stehen, dass wir nicht zu viel Pilzfeuer abkriegen. Tun wir trotzdem. Weil die Mistkerle einfach irgendwo drüber feuern können. Oh, diesmal erwischt es unsere Heilerin als erstes. Okay, Rückzug. Zwei Pilze ausgeschalten. Einmal für alle was zu essen. Eine Heilung. Also ja, es sind wieder zwei Pilze weniger. Okay. Oh, diesmal trifft es doch meinen Tank mehr. Tank ist tot. Wir müssen uns gleich wieder zurückziehen. So, am besten durch unseren Teleporter hier. So, Heilung. Und alles wieder voll und gut. Ja, außerhalb vom Kampf geht unserem Heiler eigentlich das Mana so gut wie nie aus. Okay, machen wir gerade hier weiter. Also ja, das sind genug Pilzköpfe, um mir das Leben schwer zu machen. Da wäre eine Rettungsnische. Sieht jedenfalls wie eine aus. Nein, dahinter ist ein Pilz. Okay. Ich sehe den Schatten sich bewegen. Oh, Heilerin ist down. Okay, zurückziehen. Puh. Dumm die. Ihr Mana regeneriert sich auch, wenn sie bewusstlos ist. Das ist gut. Nächste Runde. Vielleicht sollte ich mal die drei, vier vorne wegmachen.
Also einfach auf den mittleren losgehen.